Geschwister im Herrn Jesus Christus. Heute zu der Richter Simson und sein Leben. Simson ist ein trauriges Bild auf Israel und seinem götzendienerischen Zustand. Richter 14,1. Und Simson ging hinab nach Timna, und er sah in Timna ein Weib von den Töchtern der Philister. Und Malachi 2,11. Juda hat treulos gehandelt, und ein Gräuel ist verübt worden in Israel und in Jerusalem, denn Juda hat das Heiligtum Jehovas entweiht, welches er liebte, und ist mit der Tochter eines fremden Gottes vermählt. Die Vermählung mit einer fremden Frau bedeutet, dass Israel den richtigen Mann verließ. In Hebräerbrief Kapitel 11 wird nicht die fromme Praxis gezeigt, sondern dass die Gläubigen Gott vertrauten. Darum hat Gottes Wort in wunderbarer Art und Weise eine herrliche Zusammenstellung von alttestamentlichen Heiligen aufgeführt. Das Ende Jakobus und Simson war herrlicher denn ihr ganzes Leben. Und darauf kommt es an. Ihre guten Werke haben sie nicht errettet. Und wegen ihrer Schlechte kommen sie auch nicht in die Hölle. Sondern ihr Glaube an den lebendigen Gott hat sie selig gemacht. Die nur wieder mal für diejenigen, die meinen, ein erretteter Christ könne wieder verloren gehen. Das ist eine Gotteslästerung. Simson war ein Nasir, 4. Mose 6. Ein Geheiligter, ein Abgesonderter, wie es das Volk Israel auch war. Auch das Volk suchte Gemeinschaft mit den Völkern. Simson suchte Gemeinschaft mit den Philistern. Und die Philister in der Schrift sind ein Bild der Heimtücke der Sünde. In Richter 14,5 siehst du, wie die Eltern mit ihrem Nachkommen hinabgingen. Ein Bild davon, dass ganz Israel unter die Philister verkauft war. Das Ganze hier war ein Demo-Bild Gottes, damit wir heute verstehen, wie es kommt, dass solche, die bekennen, wieder unter die Welt kommen. Es ist halt immer Ehebruch. Nun ist interessant, dass ein junger Löwe ihm entgegenbrüllt. Offenbarung 5,5. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamme Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel. 1. Mose 49, 8 und 9. Dich, Juda, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird sein auf dem Nacken deiner Feinde. Vor dir, wir werden niederbeugen die Söhne deines Vaters. Juda ist ein junger Löwe vom Raube. Mein Sohn, bist du emporgestiegen? Er duckt sich, er legt sich nieder wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Die alttestamentlichen Geheiligten, die Schriftgelehrten, Pharisäer, Priester, Hohenpriester sagten, dass sie ihn töten werden. Matthäus 16, 21. Von der Zeit an begann Jesus, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Johannes 19,7. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Er, der junge Löwe, der wahre Knecht Jehovas, wurde abgeschnitten aus dem Lande der Lebendigen. Jesaja 53,8.
Er ist hinweggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht. Und wer wird sein Geschlecht aussprechen? Denn er wurde abgeschnitten aus dem Lande der Lebendigen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Daniel 9,26. Und nach 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das Ende wird durch eine überströmende Flut sein, bis ans Ende. Krieg, Festbeschlossenes und Verwüstung. Jesaja 53,3. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Der Herr Jesus aber, stärker als der Starke im Leben wie im Tod. Siehe, Hebräer 2,14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise an demselben teilgenommen, auf dass er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Der Geist Jehovas kam über Simson, denn ohne den Willen Gottes hätte Simson den Löwen nicht zerreißen können. Nun sehen wir einen weiteren Aspekt in der Geschichte Israels nach der Tötung Jesu. Richter 14,7. Und er ging hinab und redete zu dem Weibe, und sie war recht in den Augen Simson. Israel geht unter die Nationen. Die Philister sind ein Bild davon. Die Rückkehr Israels aus den Nationen an dem ermordeten Messias vorbei, Klammer, der getötete Löwe. Sie werden ihn kennen. Johannes 19, 37. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Jeremia 31, 34. Und sie werden nicht mehr ein jeder seinen Nächsten und ein jeder seinen Bruder lehren und sprechen, erkennet Jehova, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht Jehova, denn ich werde ihre Missetate vergeben und ihre Sünde nicht mehr gedenken. Und zwar bei der zweiten Begegnung, und dann kommt Frucht für sie hervor. Wir sehen auch die totale Unwissenheit Israels in dem Bilde irgendwie vorgeschattet. Die Eltern, die ungläubigen Juden, haben eine Decke vor auf dem Kopf. Sie werden aber auf wunderbare Art und Weise von Christus ernährt, am Leben erhalten. 1. Timotheus 4,10. Denn für dieses arbeiten wir und werden geschmäht, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Halter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Honig. Honig, das Bild von Heilung der Seele und Geist. Psalm 19. Sie, die köstlicher sind als Gold und viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Honigseim. Sprüche 24, 24. Wer zu dem Gesetzlosen spricht, du bist gerecht, den verfluchen die Völker, den verwünschen die Völkerschaften. Doch Honig werden die Augen geöffnet. 1. Samuel 24, 17. Und es geschah, als David diese Worte zu Saul ausgeredet hatte, da sprach Saul, ist es deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte. Die Augen müssen gesalbt werden. Offenbarung 3, 18. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, auf dass du reich werdest und weiße Kleider, auf dass du bekleidet werdest, um die Schande deiner Blöße nicht offenbar werden, und Augensalbe, deine Augen zu salben,
auf das du sehen mögest. Honig ist geschmacklich das Gegenteil von bitter. Der Herr hat die Bitterkeit des Todes auf sich genommen, das große Mahl. Und sein Vater ging zu dem Weibe hinab, und Simson machte das selbst einmal, denn also pflegten die Jünglinge zu tun. Siehe das 9. Gleichnis vom Königreich der Himmel, Matthäus 22, Vers 14, Elberfelder 1905. Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Israel und Nationen. 6 Tage rätseln sie über das Geheimnis des Lebens. Dann bekommen sie Erkenntnis. Jesaja 11, Vers 9. Man wird nicht übel tun, noch verderbt handeln auf meinem ganzen heiligen Gebirge. Denn die Erde wird voll sein der Erkenntnis Jehova, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Habakkuk 2, 14. Denn die Erde wird voll werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit Jehovas, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Vor dem 7. Tag gleich Gericht. Richter 14, 17. Und sie weinte an ihm die 7 Tage, da sie das Mahl hatten. Und es geschah am 7. Tag, da tat er ihr kund, denn sie drängte ihn. Und sie tat das Rätsel den Kindern ihres Volkes kund. Siehe auch diesen Link. Der ist so aufgebaut, dass man die Heilszeiten sieht. Links außen sind die Heilszeiten. Und da seht ihr, dass jede Heilszeit genau dasselbe Schema hat. Erstes Teilstück Haushalter, Haushaltregel, Verpflichtung und Offenbarung, Prüfung, Versagen, Ende der Haushaltung und dann wieder Gottes Gnade. Und da könnt ihr auch auf Bündnisse klicken, dann wird das aufgeschlüsselt. Es lohnt sich, das einmal richtig durchzuarbeiten. Ich habe das zusammengeschrieben von mehreren Werken. Abschreiben hilft mir zum Verstehen. So, also liebe Geschwister, das ist ein kleines Bild aus dem Buch Richter, wo wir sehen, dass der Simson ein Bild auf Israel ist, das den Messias tötet, aber aus dem Tode kam wunderbare Süßigkeit hervor. Wenn ihr noch weitere Gedanken, Hinweise, Fragen, Korrekturen habt, schreibt doch das ins Forum direkt. Wenn ihr keine Schreibberechtigung habt, schreibt mir ein E-Mail und ich schalte euch frei. Im Herrn Jesum Christum einen wunderbaren Tag.